Hallo liebe Leute, hallo liebe Meetup-Crew, hallo liebes Berlin, hallo liebe alle.
Heute machen wir eine knackige, kurze Power-Yoga-Runde. Easy access for all. Auf Deutsch klingt es zu komisch. Heute ist die deutsche Power-Yoga-Runde. Und ich lade euch ein, eine knackige, ungefähr 45 Minuten kleine Fitmach-Reihe zu machen. Danach gehe ich gerne wieder in die Endentspannung für eine Viertelstunde. Das heißt, knackig, ohne Pause, 45 Minuten, aber wir dehnen und strecken alles, was wir haben oder nicht haben. Okay, herzlich willkommen. Kurze Mitteilung noch. Diesen Monat ist Charity antirassistische Projekte. Wir fördern ja natürlich plurales Leben, eine bunte Gesellschaft, Gleichberechtigung und deswegen nutzen wir dieses unangenehme Wort Rassismus in Form von Antirassismus. Alle wissen, was gemeint ist. Diesen Monat ist Charity Antirassismus für eine starke, bunte Gesellschaft für alle. Wir nehmen Spenden entgegen auf unserem PayPal-Account. Da gibt es einen Button auf der Homepage. Toll wäre auch, subscriben, followern, folgen heißt es, oder liken oder einen Kommentar. Any Fragen? Wir sind erreichbar und freuen uns auf euch. Jetzt geht's erstmal los. Wir starten heute in der Table Pose. Für die Table Pose habe ich natürlich, ganz kurz, meine Hände direkt unter den Schultern, meine Finger schön weit aufgespreizt, meine Knie sind unter meinen Hüftknochen und wenn ich meine Arme einmal in den Boden drücke, drehe ich jetzt mal meine Armbeugen langsam nach vorne und langsam nach hinten und beobachte dabei auch meine Schultern nach vorne drehen. Oh, nach hinten drehen, Schultern kommen ein bisschen nach vorne. Ne? Noch einmal, nach vorne drehen, die Armbeugen. Und die Schultern nach vorne drehen. Von der Seite, auch nochmal wichtig anzumerken, gibt es halt immer die Situation, dass die Arme schnell bei einer Vollstreckung eine leichte Overextension haben. Also so eine leichte Überstreckung. Der Arm sollte natürlich nicht zur Armbeuge gehen, sondern hier Schluss. Deswegen, bitte immer merken, alle, die diese Überstreckung leicht haben, viele Tänzer, wissen, was ich meine. Wenn ihr die Arme nach vorne dreht und streckt, ja, leicht wieder raus in der Beuge, ein paar Grad, raus aus der Vollstreckung, leicht raus, reicht ein bisschen raus, aber raus, auch in den Beinen. Genug der Rede. Ausatmung. Ich schiebe meinen Rücken ganz rund nach oben und schaue nach hinten. Für die Einatmung Bauch sinken lassen. Und nochmal ausatmen. Schön runden Katzenpuckel machen, wie eine Katze am Morgen. Und ruhig noch mit der eigenen Atemgeschwindigkeit schauen, dass sich das Verhältnis zwischen Händen, Knien, Schultern und Hüfte nicht verändern. Und ruhig ein bisschen reinmoven. Erstmal die Wirbelsäule ein bisschen aufwärmen und alle Vor- und Rückwärtsbewegungen schon mal vorher etablieren, damit das nächste gleich nicht so überraschend kommt. Im nächsten Schritt lasse mich langsam nach vorne sinken, bis meine Füße hinten hochkommen und schiebe mich wieder zurück in die Child's Pose. Schauen, ob die Handgelenke eine andere Dehnung brauchen. Dann gehe ich eine Handlänge nach vorne. Im Split sieht das so aus, dann bin ich halt nicht so, sondern ich bin eine Handlänge vorne. Schenkel gehen gerade runter und ich gehe ein bisschen nach vorne. Und lass mich dann einmal kurz zurücksinken in eine Form von Child Pose. Schiebe mich nach vorne und dann gehen hinten meine Füße hoch. Und hier auch schauen, dass ich die Atmung mitnehme. In der Child Pose, Ausatmung, Einatmung in der Table Pose und in der Cobra. Und nochmal ausatmen, schön tief nach hinten schieben und seine flache Child Pose und die Hände drücken dabei tief in die Matte, dass ich schon eine Armdehnung spüre.
Und nochmal nach vorne sinken lassen. Und jetzt ziehe ich auch nochmal die Schultern zurück und bringe wieder meine Armbeugen nach vorne. Füße sind oben, wenn ich mag. Und wieder zurückschieben, Schweizbrust. Auch hier gehe ich noch ruhig nochmal dreimal in meinem eigenen Rhythmus vor und zurück und versuche mit jeder Bewegung bewusster zu werden und genauer vor allen Dingen. Wie doll kriege ich meine Schultern zurückgezogen und mein Kinn ran hierbei? Und ruhig nochmal zurückschieben. Und noch ein letztes Mal nach vorne schieben und richtig sinken lassen. Und zurück in die Schaltpose. Und ruhig mal sinken lassen. Ruhig die Arme und Kopf mal kurz fallen lassen. Kleine erste Warmmachübung. Und dann drücke ich noch, ich spreche das an, ihr braucht den Kopf nicht heben. Jetzt drücke ich noch mit der Stirn in die Matte, in der Child's Pose und wandere mit den Fingern so weit wie möglich von mir weg, sodass ich das Gefühl habe, meine Hände ziehen an meinen Armen, drücke aber gleichzeitig meine Hüfte in die Fersen. Stirn bleibt auf der Matte. Und jetzt kann ich noch, wenn ich will, meine Finger senkrecht aufstellen, wie Nägel, die ich ins Parkett schlagen wollte. Und drücke auch da meine Stirn fest in die Matte. Und dann löse ich das Ganze, lege meine Hände wieder auf, schiebe ich in die Table Pose und gehe erstmal gemütlich in den Hund hinein. Und im Hund kann ich erstmal meine Beine gebeugt lassen. Und erstmal meinen Oberkörper durch die Arme nach hinten Richtung Beine schieben. Das ist erstmal das Wichtigste. Geht erstmal um den Rücken. Ruhig meine Arme leicht vorkommen, ein bisschen zurückschieben. Und nochmal zurückschieben. Und wenn ich mich dabei fühle, schiebe ich einmal meinen Oberkörper voll nach hinten Richtung Füße und fange dann langsam an, das rechte und das linke Bein abwechselnd durchzustrecken. Beziehungsweise zu versuchen, mit der jeweiligen Ferse den Boden zu berühren. Muss aber nicht sein. Langsam hinein dehnen, rechts und links abwechselnd. Dann komme ich langsam zum Stillstand im Hund und schiebe mein rechtes Bein nach hinten, oben gestreckt. Ich versuche meine Ferse herauszutreten. Richtig nach oben schieben. Rechtes Gesäß richtig anspannen, Bein noch ein bisschen höher ziehen. Ferse noch ein bisschen höher hinaus. Und jetzt das Standbein, die Ferse sinken lassen. Hohes Bein noch höher. Aber ihn halten. Jetzt hebe ich langsam meinen Kopf und mache mit rechts einen großen Schritt zwischen die Hände oder, schön zu sehen hier, Zwischenschritt, kein Problem, halber Schritt, ganzer Schritt. Wichtig ist, nicht hier stehen zu bleiben, ganzer Schritt, bis nach vorne oder in zwei Schritten. Mein hinteres Bein ist aktiviert, ich schiebe mich nach hinten in die Ferse hinein. Ich sehe vorne meine Zehen. Wieder ist mein Knie über meinem Knöchel. Ich schaue nach vorne und lasse die Hüfte so weit sinken, wie ich mag. Aber das hintere Bein bleibt richtig gerade aktiv. Dann hebe ich langsam meine Hände und mit Schwung hole ich meinen Oberkörper hoch, ohne meine Hüfte großartig mit hochzuziehen. Hier kann ich aber trotzdem selber entscheiden, was für mich ein angenehmer Winkel ist. Hier merke ich schon sehr stark auch in meinem Psoas. Halten, Augenblick. Und Augenblick halten noch. Arme noch ein bisschen hinter die Ohren ziehen. Und mit der Ausatmung drehe ich mich einmal nach rechts. Ausatmung, Arme sinken lasse ich, drehe mich nach rechts. Augenblick halten. Hinteres Bein schön aktiv lassen. Einatmen, Arme wieder hochziehen. Und langsam sinken lassen. Ich gehe zurück in den einbeinigen Hund und nehme mein vorderes Bein nach hinten oben noch einmal und stelle es ab. Linkes Bein geht nach hinten oben im Hund
Und auch erstmal hier das Bein schön ausstrecken. Ferse rausschieben. Bein ein bisschen höher heben. Linke Gesäßhälfte aktivieren. Und das Standbein langsam die Ferse sinken lassen. Und dann hebe ich meinen Kopf und mache auch hier mit links einen Schritt zwischen die Hände oder Zwischenschritt. Nicht vergessen. Hinteres Bein ist sehr aktiviert. Ne? Schön anspannen. Ich schiebe mich quasi ein bisschen nach hinten in die Ferse hinein und spanne meinen Schenkel an. Und meinen Fuß und meine Wade. Selbes Spiel hier rum. Ich ziehe mit Schwung meine Arme nach oben und korrigiere mich erstmal, wie ich hier stehen möchte. Schau, dass ich eine gute Balance habe. Das heißt, man eiert ja immer ein bisschen hin und her. Bei mir besonders deutlich zu sehen. Einatmen, mit der nächsten Ausatmung drehe ich mich nach links und lasse die Arme sinken. Und mit der Einatmung wieder zur Mitte. Und Ausatmung raus aus der Figur. Linkes Bein geht nach hinten oben in den Hund. Und absetzen. Rechtes Bein geht nach oben in den Hund. Und noch einen Schritt zwischen die Hände. Ich bin wieder in der Lounge-Position. Korrigiere meinen Stand. Und ziehe mit Schwung meine Arme noch einmal hoch. Und bringe sie nach rechts und links außen. Als nächstes lasse ich ganz langsam mein hinteres Knie sinken, sodass es auf den Boden tippt. Nur einmal tippen. Und langsam wieder hochziehen. Gerade wieder strecken das Bein. Hinten noch einmal sinken lassen. Und gerade wieder hochziehen. Und noch einmal. Hinten sinken lassen. Knie tippt auf den Boden. Und komm langsam wieder hoch. Lass langsam die Arme sinken. Geh zurück zum Boden. Und schieß mein rechtes Bein nach hinten oben. Rechts hinten oben. Und absetzen. Links geht nach hinten oben, einbeiniger Hund, und ausatmen. Schritt nach vorne. Hinteres Bein ist aktiviert und ich ziehe wieder meine Arme nach oben und gehe gleich in eine Art Balance. Mit der nächsten Ausatmung auch hier rechtes Knie tippt kurz auf den Boden und gehe wieder hoch. Und noch einmal rechtes Knie zum Boden und wieder hochziehen. Einmal geht noch. Rechtes Knie zum Boden, wieder hochziehen, Arme noch einmal hochziehen und vorne Hände absetzen. Linkes Bein geht nach hinten, oben in den einbeinigen Hund und absetzen. Rechtes Bein geht nach oben, einbeiniger Hund, ausatmen, Schritt nach vorne. Ich aktiviere wieder genau wie eben alles, was ich habe. Jetzt ziehe ich langsam wieder meine Arme nach oben und strecke langsam vorne mein Bein. Schön gestreckt lassen das Bein. Und mich halten. Und lasse ich langsam meine Arme sinken, falte meine Hände hinterm Rücken und versuche mich langsam auf das gestreckte Bein vorne herunterzulassen. Und mich halten und langsam wieder hochkommen. Absetzen, Bein beugen, einbeiniger Hund, rechts nach hinten oben und absetzen, links nach hinten oben und großer Schritt nach vorne mit links, hinteres Bein stärken und die letzte Lounge-Geschichte, einmal die Arme noch heben, langsam vorderes Bein strecken, Arme sinken lassen, hinten falten, Schulter ein bisschen zurückziehen. Langsam auf das gestreckte Bein ein Stückchen vorbeugen. Halten. Langsam wieder hochkommen. Arme nochmal nach oben ziehen. Vorderes Knie beugen. Und langsam raus aus der Figur. Einbeiniger Hund. Links geht nach hinten oben. Und absetzen. Ich lasse mich mal auf die Knie sinken. Setz mich auf die Fersen. Nehme einen Duck und dupf mich ab. Ich bin meistens der Einzige im Kurs, der schwitzt.
Ich stütze meine Fingerkuppen, um eine kleine Zwischenpause zu machen. Rechts und links neben meine Knie. Das ist etwas zu hoch. Rechts und links neben meine Knie. Drücke meinen Rücken richtig gerade. Gehe nochmal in den geraden Fersensitz rein und lass mich so lange mit dem geraden Rücken nach hinten sinken, bis ich meine Knie hebe. Vielleicht kann ich meine Hände auch vom Boden nehmen. Und auch noch hier falten vielleicht, ne? Lächeln, um zu demonstrieren, dass das ja total angenehm ist. Langsam wieder sinken lassen, schöner Spanndehner. Und Gegenübung einmal auf die Zehen setzen. Oh, die Zehen dehnen. Noch einer. Ich setze mich wieder auf den Spann. Diesmal lasse ich mich etwas leicht nach vorne beugen, stütze meine Finger auf, hebe langsam meine Hüfte von den Fersen und dann ziehe ich meine Knie hoch. Und hier kann ich selber entscheiden, wie stark ich meinen Spann, ne, dehnen kann oder möchte. Und die Gegendehnung. Einmal auf die Zehen setzen. Und ein bisschen hin und her schaukeln. Und damit haben wir schön den Spann gedehnt. Und die Zehen mal richtig in all ihrem Spielraum richtig auf und ab gedehnt. Ich treffe mich noch einmal mit einem großen Schritt aus dem Table Pose, aus dem Vierfüßlerstand. Mache ich nochmal einen Schritt nach vorne. Diesmal lasse ich mein hinteres Knie, aber unten. Mein hinteres Knie bleibt unten am Boden. So, was normalerweise passiert ist, erstmal bin ich hier oben und wackel natürlich sehr viel. Das heißt, ich lasse langsam mit der Ausatmung meine Hüfte nach vorne sinken. Jetzt stelle ich fest, vielleicht, dass ich einen sehr scharfen Winkel hier habe, einen sehr spitzen Winkel. Das heißt, ich gehe hier mit dem Fuß ein bisschen weiter nach vorne. Bis ich das Gefühl habe, dass wieder das Knie ungefähr beim Fußgelenk ist und meine Hüfte gemütlich ein bisschen nach vorne sinken kann und ich den Psoas schön dehnen kann. Aber nicht zu sehr reinfallen lassen. Neueste physiotherapeutische Korrekturen. Stellt euch vor, der vordere Fuß drückt in den Boden, das hintere Knie drückt in den Boden und beide wollen zur Mitte. Versucht mal, den vorderen Fuß nach hinten zu ziehen und das hintere Knie nach vorne. Es bewegt sich nicht, ich weiß, aber du spannst die Muskeln an. Und dazu aktivieren wir noch das Gesäß. Versuch mal. Vorne zieht nach hinten, hinten zieht nach vorne. Genau die Muskelspannung, du merkst es wahrscheinlich. Hüfte anspannen, Gesäß anspannen, das ist die Psoasdehnung, da ist sie richtig. Schön Augenblick halten. Ausatmen, langsam die Finger auf den Boden setzen. Und jetzt schiebe ich meine Hüfte ganz weit nach hinten, bis sie das vordere Bein streckt. Vordere Ferse bleibt, wo sie ist und die Zehen kommen hoch. Bein bleibt schön in der Luft. Ich hänge hier quasi in so einer Halbstellung. Vorderes Bein schön strecken und hier unter der Wade und Schenkel und Kniekehle schön die Dehnung genießen. Und nicht halten. Und dann lasse ich mich langsam nach hinten runter und habe zwei Möglichkeiten. Entweder setze ich mich auf meine gemütliche Ferse oder ich setze mich neben meine Ferse. Das heißt auf den Boden. Jetzt ist mein Fuß hier an der linken Seite noch zu sehen. So rum vielleicht. Ich sitze quasi genau neben meinem Fuß. Spann drückt in den Boden. Ferse ist hier direkt an meiner Hüfte und Zehen sind hier. Also der Fuß zeigt nicht nach außen. Ne? Der Spann liegt auf. Kann ich hier nicht sitzen? Kann ich mir auch einen Klotz drunter legen? Bisschen angenehmer.
Und wenn ich so gar nicht sitzen kann, nehme ich 2 oder 3 Klötze. Und wenn es auch nicht geht, dann nehme ich einen Hocker. Das heißt, es geht um die Kniedehnung. Entweder sitze ich auf meiner Ferse, nehme meinen Fuß, Klotz, 2 Klotz oder 3 Klotz. Ich sitze heute mal neben meiner Ferse. Schau, dass dein Spann gut gepolstert ist. Das rechte Bein bleibt nach vorne. Dann ziehe ich meine rechten Zehen ran, aktiviere mein rechtes Bein. Meinen Rücken mache ich ganz gerade. Stelle meine Hände hier rechts und links neben mein gestrecktes Bein. Lasse meinen Rücken gerade. Und gehe dann ganz langsam mit dem gestreckten geraden Rücken auf das gestreckte gerade Bein herunter. So weit wie ich kann, ohne dass sich mein Rücken krümmt. Davon habe ich nichts. Rücken bleibt gerade. Krummer Rücken heißt, ich kann mein Knie berühren. Aber das interessiert außer manche Yoga-Lehrer niemand, weil das drückt deine Bandscheiben zusammen in der Mitte deines Körpers. Und ich kann nur sagen, tu das nicht. Gerader Rücken. Meine Vorwärtsstreckung ist da zu Ende, bevor sich mein Rücken krümmt. Es ist völlig egal, wie weit ich komme. Ich habe jetzt eine schöne Hamstring-Dehnung hier. Das merke ich sehr stark vom Oberschenkel bis ins rechte Gesäß hinein. Reicht super, erreicht, Ziel erreicht. Meine Zehen kann ich berühren, weil ich so lange Arme habe, aber hier ist besser. Langsam lösen. Ich strecke das linke Bein auf und nach vorne. Und noch einen Scheibenwischer zum Ausschütteln. Wir nehmen direkt das zweite Bein hinterher. Also das zweite, also das andere Bein. Ich lege mein hinteres Bein wieder auf mein Knie, auf den Spann. Ein bisschen schräg vielleicht. Dann bin ich auf dem Spann. Komme erstmal hoch und kann ruhig erstmal hier sehr steil anfangen. Und dann lasse ich ganz langsam meine Hüfte nach vorne sinken, bis ich merke, oh, da ist Schluss. Dann sehe ich schon wieder, dass ich vorne relativ spitzen Winkel habe. Um mein Knie zu schonen, gehe ich mit dem Fuß ein bisschen weiter nach vorne und schaue, dass ich maximal senkrecht bin. Und auch hier wieder dieses tolle Muskelspiel. Ich stelle mir vor, der vordere Fuß zieht nach hinten und das hintere Knie zieht zur Mitte. Beide wollen aufeinander zu. Spann diese Muskeln mal an. Fuß will nach hinten, Knie nach vorne. Los, Gesäß anspannen. Und halten. Jede Sekunde zählt. Und mit der nächsten Ausatmung lösen, langsam runtersinken. Und auch hier wieder vordere Ferse drückt in den Boden. Ich ziehe mich zurück. Vorderes Bein streckt sich. Und ich bleibe stehen auf halber Strecke. Erst ein bisschen gewöhnen an die Musik, die jetzt hier erscheint, hinterm linken vorderen Bein. Das gute Fasziendehnung. Ruhig einen Augenblick halten. Schauen, dass ich den Rücken so gerade wie möglich hinkriege. Und wenn ich will, kann ich auch noch mal versuchen, meine linke Hüfte, das heißt die Hüfte des gestreckten Beines, nach hinten zu ziehen. Minimale Bewegung, aber schafft ein bisschen Platz. Und wenn mir das alles reicht, setze ich mich auch hier entweder auf meine Ferse oder neben meine Ferse und lasse mein linkes Bein nach vorn gestreckt und die rechte Ferse liegt ganz nah an meiner Hüfte. Die Zehen strecken sich nicht raus wie beim Kuhfuß, sondern bleiben quasi auf den Spann gedrückt. Vorderes Bein ist gestreckt, Zehen sind angezogen. Ich strecke meinen Rücken und fange langsam an, soweit mich nach vorne mit gestrecktem Rücken auf mein gestrecktes Bein zu bewegen, wie mein Rücken gerade bleibt und sich nicht rollt. Nicht rollen, Rücken gerade lassen. Schluss ist, wo Schluss ist. Und wo Schluss ist, halte ich einen Augenblick. Das ist da, wo dieses Violinkonzert auf der Rückseite meiner Beine von Mozart zu Ligeti gewechselt hat.
Und langsam lösen. Ich ziehe das gebeugte Bein nach vorne, stütze mich auf und schüttel beide Beine im Scheibenwischer hin und her. Bei der nächsten Übung stütze ich meine Fingerkuppen auf die Matte vor mir hin. Ich bin auf den Zehenspitzen und schiebe jetzt ganz langsam meine Hüfte nach oben, bleibe auf den Zehenspitzen und versuche auf den Zehenspitzen zu bleiben und trotzdem meine Beine so weit wie möglich zu strecken. Bleib noch auf den Zehenspitzen und lass mich langsam wieder runtersinken auf Zehenspitzen. Und schau nach vorne. Schieb mich ordentlich hoch auf den Zehenspitzen und schiebe wieder meine Hüfte nach oben. Bleibe wieder auf den Zehenspitzen, soweit ich kann. Versuche, meine Ferse in der Luft zu lassen. Und jetzt senke ich nur die rechte Ferse ab, sodass sich das rechte Bein streckt. Und die linke Ferse, das linke Bein strecken, abwechselnd. Und gehe hier in so eine Form von Gehmechanismus. Rechtes, linkes Bein abwechseln. Streckt sich durch. Und die Hüfte wandert mit wie ein Ballon auf dem der stürmischen See. Wer nicht so lange Finger hat wie ich, kann natürlich auch hier immer wieder einen Block nehmen. Oder ich kann ihn hochstellen. Den Block. Ich kann es auch an einem Stuhl machen natürlich. Sehr zu empfehlen. Lieber an einem Stuhl mit geradem Rücken, als am Boden mit rundem Rücken. Ich gehe noch mal ein bisschen in diese Beinstreckung. Jetzt lasse ich mein rechtes Bein gestreckt, linkes gebeugt. Linke Hand am Boden, Einatmung, rechter Arm zieht hoch. Seitenwechsel. Rechter Arm sinkt, geht dahin, wo die linke Hand ist. Linkes Bein streckt sich, rechtes gebeugt, Einatmung, linker Arm geht hoch. Handwechsel noch einmal. Linke Hand am Boden, rechtes Bein gestreckt, linkes Bein gebeugt, Einatmung, rechter Arm zieht nach oben. Und jetzt drehe ich meine Handfläche nach hinten. Und lass meinen Arm hinter meinem Rücken herunterrutschen und schaue, ob ich meinen linken Schenkel finde von hinten. Das, was man da jetzt so komisch sieht zwischen meinen Beinen, das ist eigentlich meine Finger. Okay. Und dann ziehe ich meine rechte Schulter nicht nur zur Decke, sondern auch hinter mich. Dann löse ich das Ganze wieder. Linke Hand rutscht hier wieder raus. Rechte Hand, Entschuldigung, zieht zur Decke. Seitenwechsel. Rechte Hand sinkt zum Boden. Nimmt den Platz der linken Hand ein. Linkes Bein gestreckt, rechtes gebeugt. Linker Arm zieht mit der Einatmung zur Decke. Jetzt dreht sich die Handfläche meines linken gestreckten Arms oben nach hinten. Der Arm rutscht hinter meinem Rücken herunter. Sucht den rechten gebeugten Schenkel und hält sich da fest. Wenn man kann, oder am T-Shirt, ne? Und dann drehe ich meine linke Schulter ein bisschen mehr zur Decke und vielleicht sogar so ein bisschen über mich. Und dann entknote ich mich wieder. Linke Arm geht zur Decke, geht nach unten, stütze sich neben die rechte Hand und ich gehe nochmal kurz mit rechts und links abwechselnden Beinstreckungen wieder zurück in die Ausgangsposition. Und dann beuge ich meine Beine und rolle ganz langsam meine Wirbelsäule nach oben. Zuletzt die Schulter an den Kopf und flügel meine Arme hinten entlang nach oben und schaue nach oben. Und mit der Ausatmung flügeln die Arme hinten entlang wieder nach unten. Und dann nochmal einatmen, Arme nach oben, flügeln nach oben schon. Und ausatmen, Arme nach unten flügeln. Noch ein letztes Mal, Arme hinten entlang nach oben flügeln.
Und ausatmen, nach unten flügeln und lösen. Ausgangsposition Mountain Pose. Ich stelle meine Füße waagerecht auf die Matte, Faustgröße ungefähr Platz dazwischen. Jetzt bringe ich die Außenkanten meiner Füße parallel zu den Außenkanten meiner Matte. Das heißt, meine Füße gehen optisch gesehen auch gefühlt ein bisschen nach innen. Geht gleich weiter. Was zu sehen ist, ja. So, die großen Zehen sind ein bisschen näher zusammen, die Fersen ein bisschen weiter auseinander. Jetzt drücke ich alle drei Punkte meiner Füße in den Boden. Die drei Stehpunkte, ne? Hinterm großen Zeh, hinterm kleinen Zeh und Ferse. Versuche die gleichmäßig in den Boden zu drücken. Gleichzeitig aktiviere ich alle meine Muskeln im Bein bis zum Schenkel. Richtig anspannen und aktivieren. Gesäß aktivieren. Was jetzt passiert ist, die Füße wollen sich gefühlt auf der Matte wieder nach außen schieben. Die Spannung ist gut, die halten wir. Angespannt lassen, Hüfte. Ziehe ich einmal meine Schulter nach oben und nach hinten. Hüfte schön angespannt lassen, dass kein Hohlkreuz entsteht. Arme hängen einfach runter, Schultern sind hinten. Und jetzt ziehe ich mein Kinn noch etwas ran. Ich versuche das mal auf die Seite zu stellen, das Ganze. Normalerweise steht man gerne mal so, ne? Oder so. Typisch oder auch gerne mal so. Gut. Machen wir alle. Deswegen jetzt Mountain Pose. Nochmal. Füße parallel, Außenkanten parallel, drücken in den Boden, Beine aktivieren, Gesäß aktivieren. Schulter nach oben, nach hinten ziehen. Seht ihr? Kein Hohlkreuz. Und Kinn ranziehen. Yes, that's it. In der Position hält man jedem Sturm stand. Und mit einer lauten Ausatmung löse ich mich aus dieser Figur. Oh. Dreh den hinteren Fuß, den linken Fuß nach auf 10 Uhr, leicht nach außen und mach mit rechts einen Schritt nach vorne. Schrittlänge kann ich selber entscheiden. Ich sollte mich nicht kreuzen, weil ich sonst wackle. Der hintere Fuß ist gesamt auf dem Boden, zeigt aber nicht nach außen und auch nicht nach vorne, sondern leicht also auf 10 Uhr. Vordere Fuß ab 12 Uhr. Jetzt kann ich selber entscheiden, wie tief ich hier gehe. Spüre ich vorne ein Pieksen im Knie, hebe ich die vorderen Zehen an. Winkel sollte nicht spitz sein. Ne? Knie über dem Knöchel. Und jetzt ziehe ich meine hintere Hüfte von dem hinteren Bein nach vorne. Und die Hüfte des vorderen Beines, des gebeugten Beins, ziehe ich nach hinten. Und jetzt drücke ich noch den gesamten hinteren Fuß auf die Außenkante in den Boden und ziehe langsam meine Arme nach oben. Jetzt beuge ich meine Arme und ziehe meine Ellbogen nach hinten, aber nicht meine Schultern hoch. Schultern bleiben unten. Arme ziehen gebeugt nach hinten, Kaktus. Schön Hüfte anspannen, Gesäß anspannen. Trotzdem schön im Rumpf die Stabilität behalten. Und wer will, beugt sich noch ein bisschen zurück und schiebt die gestreckten Arme nach hinten oben. Und die halten. Und langsam nach vorne sinken lassen. Hände rechts und links in den Fuß aufstellen. Hinten auf die Zehenspitzen setzen. Und wer möchte, umspringen oder mit Zwischenschritt. Umsprung oder mit Zwischenschritt. Rechter Fuß auf 14 Uhr, vordere Fuß, linker Fuß auf 12 Uhr. Erstmal ein bisschen schauen, wie viel Abstand brauche ich hier, ne? Wo ist denn heute mein perfekter Abstand? Wo sollte mein Fuß sein? Ich kann immer noch so ein bisschen raupenartig nach vorne wandern, wenn ich Platz brauche.
Jetzt ziehe ich erstmal hier meine Vorderhüfte des gebeugten Beines. Die ziehe ich nach hinten. Und die hintere Hüfte, die Hüfte meines gestreckten Beines, meines hinteren Beines, ziehe ich nach vorne. Hinterer Fuß drückt komplett in den Boden, auch die Außenkante. Und vorne kann ich ein bisschen schauen, ob ich da gut stehe und stabil. Dann ziehe ich meine Arme nach oben, Einatmung. Und dann gehe ich in eine Armbeuge und ziehe meine gebeugten Arme nach hinten in den Kaktus. Aktiviere nochmal richtig schön meine Gesäßmuskulatur, um meinen Rücken zu schützen. Brauche ich ein bisschen mehr, lehne ich mich noch ein bisschen nach hinten und schiebe meine gestreckten Arme hinter mich oben. Und dann löse ich das Ganze wieder. Setze langsam meine Hände unten auf, gehe hinten auf die Zehenspitzen. Setze den zweiten Fuß auch zurück, bin in der Plank Pose. Und lass mich in Zeitlupe auf den Bauch sinken. Und atme erstmal gemütlich aus. Und ein. Kleine Atempause für alle. Und hebe ich langsam meinen Kopf und stürze meine Unterarme in den Boden. Schau, dass wieder meine Schultern über meine Ellbogen sind. Schultern nicht vorne unter meine Ohren klemmen, sondern nach hinten geschoben werden. Und mein Kopf auch nicht nach vorne turtelt, wie eine Schildkröte, sondern auch hier Kinn ranziehen. Ne? Kleine Swings Pose. Meine Zehen drücken in den Boden und leicht wie eine Feder schiebe ich meine Hüfte hoch und hänge in der Luft. Jetzt kann ich nochmal darauf aufpassen, dass ich nicht durchhänge, ne, sondern eher einen ganz kleinen Puckel mache. Und zwar nicht mit dem Oberrücken, nicht mit dem Po, sondern mit dem Unterrücken und Mittelrücken. Das gelingt mir, indem ich meine Bauchmuskeln anspanne. Zieh mal deine Bauchmuskeln ein. Geht automatisch der untere Rücken ein bisschen hoch. Ich mache einen kleinen Hubbel habe ich jetzt. Keine Hängebrücke, sondern eher einen leichten Bogen. Und da halte ich mich, solange ich Lust habe. Ist mir langweilig, kann ich auch mal das rechte Bein nach oben strecken, schwebend. Oh, das linke Bein. Augenblick halten. Und wenn ich mir merke, lass einfach alles wieder runter. Lass ihn mit einem lauten Seufzer mal richtig tief in die Matte sinken auf dem Bauch. Und auch hier wieder drei gemütliche Atemzirkel zur Pause. Mit der nächsten Einatmung hebe ich wieder meinen Oberkörper und diesmal gehe ich mit meiner rechten Hand bis hin zur linken herüber, beuge mein linkes Bein, drehe meine linke Hand nach hinten, greife meinen linken Fuß, schaue, dass das Knie möglichst nah an meinem Körper bleibt und ziehe erstmal die Ferse auf mein Gesäß. Wenn das geht, lasse ich langsam meine Hüfte auch wieder sinken. Wenn das immer noch geht, kann ich auch richtig stark mit meiner Handfläche auf den Fuß drücken und langsam meine Finger einmal rumdrehen, dass mein Ellbogen hoch zeigt und meine Finger und Zehen in dieselbe Richtung. Das heißt also, ich ziehe meinen Fuß runter. Wenn er weit genug geht, kann ich meinen Ellbogen, quasi meinen Arm hier oben entlang drehen. Und mit jeder Ausatmung lasse ich noch ein bisschen weiter die linke Hüfte sinken. Muss ich den Augenblick halten. Sehr toll bei Knieschmerzen, meistens, nicht bei allen. Aber wenn man so Knieschmerzen hat vom Bergsteigen, Fahrradfahren, leichtes Pieksen manchmal, das könnte helfen. Und langsam lösen.
Bin wieder im Status Quo in der Swings Pose. Jetzt geht die linke Hand leicht zur rechten. Rechtes Bein beugen. Rechter Arm geht nach hinten, greift den rechten Fuß. Zieht die Ferse zum Gesäß. Dann kann ich die rechte Hüfte ein bisschen sinken lassen. Wenn ich immer noch Spiel habe, drücke ich mit der Handfläche auf meinen Fuß. Vielleicht sieht man es auch da. Drücke mit der Handfläche auf den Fuß. Von so, ne? So drücke ich runter. Drücke rauf. Jetzt drehe ich meine Hand auf dem Fuß, bis meine Ellbogen hoch zeigen. Und dann kann ich meinen Fuß ein bisschen weiter runternehmen noch. Und die rechte Hüfte auch wieder sinken lassen. Um die halten. Und dann langsam lösen. Ich lasse einmal mein Kinn sinken. Jetzt beuge ich beide Beine. Greife mit rechts den rechten Fuß und links den linken Fuß. Ziehe erstmal meine Fersen ans Gesäß heran. Dann trete ich mit meinen Füßen zurück und ziehe damit meinen Oberkörper hoch. Und wenn ich immer noch Kraft habe, trete ich noch mehr mit den Füßen in die Hände, dass ich meine Knie auch hochziehe. Man kann ja auch ein bisschen schaukeln, wenn ich will, vor und zurück. Und nach rechts und links, wie im starken Wellengang. Immer wieder ein bisschen höher ziehen, die Knie und den Kopf und den Oberkörper. Und wenn ich keine Lust mehr habe, alles fallen lassen. Und ausatmen dabei. Und dann tue ich meine Hände unter die Schultern und schiebe mich langsam wieder zurück. In eine Child's Pose. Lange auf die Fersen sinken lassen. Und auf die Schenkel sinken lassen. Und mit jeder Ausatmung lasse ich mich noch ein bisschen tiefer in diese angenehme Position hineinsinken, die jetzt auch mein unteren Rücken, den ich gerade ordentlich angespannt habe, wieder entspannen lassen kann. Dann meine Hände nach hinten legen, meine Arme. Oder vorne lassen. Kleine Superdehnung noch. Ich hebe langsam wieder meinen Oberkörper. Strecke meine Arme nach rechts oder links. Kann hierbei übrigens auch auf dem Stuhl sitzen. Oder auf dem Tisch. Oder auf zwei, drei Klötzen, wie ich mag. Jetzt drehe ich meine Arme nach hinten. Handflächen zeigen nach vorne. Nach oben. Nach hinten. Links bleibt hinten. Rechts dreht nach vorne. Ganz nach vorne. Jetzt dreht rechts nach hinten, links nach vorne. Und so wechsle ich meine Arme mit Rechts- und Linksdrehung, um ihm da so ein bisschen geschmeidige Massage reinzubringen. Und es sind beide Arme, dass die Handflächen nach oben zeigen und ich lasse sie sinken. Ich strecke meine Arme wieder heraus. Jetzt schiebe ich meine Finger nach oben und meine Handwurzeln nach außen. Steiler Winkel. Und jetzt rolle ich langsam meine Finger ein, beginnend beim Kleinen, bis alle Finger eingerollt sind wie eine Faust. Faust ist ganz fest. Und jetzt drücke ich langsam meine Faust nach unten. Merkt ihr was? Und Faust nach oben. Oh, nochmal Faust nach unten. Und wer möchte, kann auch leichte Kreise machen. Kleinste Bewegungen sind schon sehr intensiv bei dieser Handgelenk-Dehnungs- und Flexibilisierungsübung. Und langsam lösen. Und wieder ablegen. Beide Arme swingen nach oben. Die rechte Hand landet auf dem Kopf. Platsch.
Und mit der Ausatmung ziehe ich meinen Kopf auf die rechte Schulter und lasse meinen linken Arm sinken und meine linke Schulter vor allen Dingen zieht nach unten und der Kopf zieht nach rechts auf die Schulter. Mit der nächsten Ausatmung in Zeitlupe rückgängig machen. Beide Arme gehen nach oben. Linke Hand platscht auf den Kopf. Platsch. Und mit der Ausatmung ziehe ich den Kopf auf die linke Schulter und den rechten Arm, die rechte Schulter nach unten Richtung Boden. Ein bisschen Zeit nehmen, bis ich da so die genau die Gegenrichtung für die Schulter gefunden habe. Ne? Und langsam lösen. Und dann ziehe ich einmal meinen Kopf nach vorne. Löse wieder gerade. Und um aus der Figur herauszukommen, drücke ich noch einmal meine Fingerkuppen in die Matte hinter mich. Schieb meine Hüfte schön nach vorne. Spann mein Gesäß nochmal an. Und setze es wieder zurück. Und dann greife ich abschließend einmal meine Füße, ziehe meine Fersen und meine Füße nah an meinen Damm heran, halte mich so richtig schön an meinen Füßen fest. Und was normalerweise passiert, ich habe natürlich wieder einen runden Rücken, will ich aber nicht haben. Ne? Das heißt, ich ziehe meinen Rücken gerade, das heißt, ich halte mich richtig an den Füßen fest. Egal wie hoch meine Knie sind, ja, ich lasse meine Knie so weit ich kann fallen. Und um aus der Geschichte herauszukommen, halte ich mich an den Füßen fest, wie so doll ich kann und ziehe mich da wieder gerade und schiebe meinen Brustkorb raus und wieder drehen sich, ja, meine Armbeugen nach vorne. Und dann ziehe ich noch mein Kinn ran. Kann meine Fersen noch ein bisschen weiter ranziehen. Und wenn ich schön gerade sitze, fange ich an, meine Knie auf und ab zu bewegen. Der Schmetterling. Und dann löse ich das Ganze. Und stelle meine Füße so auf, dass jeweils das gegenüberliegende Knie über den Fuß ist. Nach vorne gestreckt sieht es dann so aus. Ne? Also kann man es sehen. Ne? Eigentlich ist es so ein bisschen so diese Übung. So, ne? Ist kein Schneidersitz, sondern der eine Fuß ist unter dem anderen Knie und die Schienbeine sind parallel zum vorderen Mattenrand. Manche Knie sind hier, manche hier, aber Schneidersitz wäre, ich habe meine Füße nah am Körper, das habe ich nicht. Meine Füße sind weg vom Körper, unter den Knien. Egal wo die Knie sind, ich stütze mich, ich lehne mich mit meinem ganzen Körpergewicht auf meine Knie und kann auch meine Füße flexen, meine Zehen, ne? Und leichte Wippbewegung. Immer wieder ein bisschen Druck, ein bisschen Gewicht auf meine Beine, auf meine Schenkel. Und ich spüre, wie so langsam die Hüfte sich ein bisschen erweicht. Wem das alles so langweilig ist, ich weiß, kann auch irgendwann anfangen, die Ellbogen vielleicht vor die Schienbeine auf den Boden zu legen. Und mit jedem Ausatemzug den Oberkörper weiter auf die Unterschenkel sinken lassen. Bei mir persönlich ist da irgendwann die Flexibilität vorbei. Aber ich habe mit Leuten geturnt, die locker mit ihrem Brustkorb auf die Waden kommen. Heißt nicht, dass sie das schon länger geübt haben. Manche Menschen oder viele Menschen, alle Menschen sind anatomisch anders.
Ich könnte wahrscheinlich nach ein paar Jahren Übung noch ein bisschen weiterkommen. Aber ich werde niemals mit meinem Bauch auf meine Unterschenkel kommen. Da meine Hüfte irgendwann den Knochen blockieren. Und den Knochen brauchen wir nicht dehnen. Also, Schluss ist, wo Schluss ist. Wenn ich hier sitze, völlig fein, ne? Die Hüfte, frag deine Hüfte. Man kann auch ein bisschen mit Atmung arbeiten, ne? In den Schmerz hineinatmen, wie es so schön heißt. Was aber eigentlich bedeutet, entspann dich. Und je mehr du dich entspannst, desto weniger ist der Schmerz da und blockiert irgendwann auch, ne? Die Frage ist immer, welche Grenze ist es? Ist es die emotionale Grenze, Hüfte? Ist es die psychologische Grenze, Hüfte? Ist es so eine Form von traumatischer Grenze, Erfahrung? Oder ist es wirklich eine Dehnungsgrenze? Oder ist es eine anatomische Knochengrenze, die wir natürlich nicht übergehen brauchen? Ne? Das heißt, eine Grenze ist eine Grenze. So, die ist da und die hat ihren Sinn und das ist auch völlig okay so. Aber die Grenze ist deshalb da, damit ich mich mit ihr auch irgendwie auseinandersetze. Und dann wird auch, egal wie weit ich in eine Figur komme, da macht sie Spaß. Ich bin nicht schuld an meiner Grenze. Ich kann damit arbeiten, sie ist ein Geschenk. Und wer genauso Mühe hat, in diese Figur zu kommen wie ich, kann sich gerne wieder lösen. Knie einmal hochschieben, einmal die Füße aufstellen, hinten festhalten und locker die Knie mal nach rechts und links fallen lassen. So, jetzt sind wir schon spät dran. Ich hätte noch ein paar andere Übungen, aber ich habe gesagt, eine Stunde ist heute, damit alle das ein bisschen besser einplanen können. Ich mache kurz Pause für 90 Sekunden. Wir richten hier kurz das Studio ein bisschen dunkler ein. Ich offeriere noch 10 Minuten Final Relaxation, Endentspannung. Kleine angeleitete autogenes Training aus dem Nahtyoga, Yoga und aus dem autogenen Training. Wer davon schon mal einen Rohentwurf per Daten zugeschickt bekommen möchte mit Video, ist noch nicht ganz fertig, würde ich einladen, alle, die bei mir subscribed haben, schickt mir eine Mail und ihr seid die Ersten, die dieses Video der Endentspannung Viertelstunde schon mal vorgucken können. Schreibt mir eine E-Mail, ich sende es euch zu. Aber pssst. Und für den Rest, vielen Dank fürs Mitmachen. Und wie gesagt, 90 Sekunden Pause, wer sich nochmal so 10 Minuten Ruhe gönnen möchte und meine Stimme auch in leise noch ertragen kann, dem sei gesagt, der sei gesagt, euch sei gesagt, Wasser holen, eine kleine Decke, gemütlich zurücklegen, schon mal kräftig ausatmen und sich 5 Minuten in eine kleine Reise in den eigenen Körper mit einladen lassen. Danke schon mal und wer Lust hat, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag. Subscribe bitte oder folgt oder liked oder auch disliked. Schreibt irgendwas, was ich hören sollte und ich melde mich auch zurück. Vielen Dank fürs Teilnehmen und checkt gern auch mal die Atem-Yoga-Sequenzen auf meinem YouTube-Kanal und Chair-Yoga für die Großmutter, den Großvater vielleicht. Oder auch andere Leute, die einfach etwas mobilitätseingeschränkter sind als wir gerade. Da gibt es so einige yoga-therapeutische Vorschläge von mir in meinem Kanal. Ansonsten, für alle, die noch Relaxation brauchen, bis gleich. Om Namah Shivaya.
Und ich bedanke mich bei meinem Körper. Vielen Dank, lieber Körper, dass du alles so toll mitgemacht hast. Und kann mit mehreren lauten Seufzern meinen Körper so tiefer in den Boden, in die Matte sinken lassen. Und immer wieder schauen, ob es noch einen Muskel gibt, den ich noch nicht entspannt habe. Meine Hüfte kann ich mal so richtig sich weit in die Matte ausdehnen lassen. Meine Beine fallen dahin, wo sie hinfallen wollen. Meine Schulterblätter schieben sich unter den Körper. Meine Schultern sinken mehr und mehr zum Boden. Und mein Kopf wird ganz schwer. Und ich kann ihn mal mit der Einatmung nach rechts drehen. Ausatmung zur Mitte. Einatmung nach links. Und ausatmen wieder zur Mitte. Dann kann ich mal schauen, ob meine Lippen entspannt sind und ganz leicht nur mit minimaler Berührung aufeinander liegen. Dass mein Kiefer dahin fällt, wo er hinfallen will. Und meine Augenbrauen sich voneinander lösen. Und ich gemütlich in meiner weichen Stirnhaut ausruhen. Ich entspanne meine Füße, Fersen, Zehen, Spann, Sohle. Fußwurzel und Fußgelenk, meine Füße sind entspannt. Ich entspanne meine Beine. Waden, Schienbein, Knie, Schenkel und Hüfte.
deine Beine sind entspannt. Ich entspanne meinen Bauch, Brustkorb, Schultern, Nacken, Wirbelsäule, Schulterblätter und Wirbel. Mein Oberkörper ist entspannt. Ich entspanne meine Finger, Handflächen, Handrücken, Handwurzel, Handgelenk, Unterarm, Ellbogen und Oberarm, meine Hände, meine Arme sind entspannt. Ich entspanne mein Gesicht, mein Kinn, die Lippen, Zunge, Zähne, Kiefer, Nase, Wange, Auge, Augenbrauen, Stirn und Ohren. Mein Gesicht ist entspannt. Ich entspanne meinen Kopf, die Haare, Kopf, Haut, Schädel, mein Gehirn, meine Gedanken und mein Geist, mein Kopf ist entspannt.
Mein Körper ist